Willkommen, liebe Zuschauer, zum ersten Plenum 2015 hier bei MainTV. Nach den Klausuren und, wie man hört, erfrischenden Diskussionen zeigen sich die Abgeordneten heute sozusagen wieder mit Schlips. Und bereits unser erstes Thema tangiert einen Grundsatz. Die Aufsichts- und Kontrollgremien des privaten und öffentlich-rechtlichen Rundfunks, also Fernsehen und Radio, müssen staatsfern besetzt werden. Ob das so ist, darüber gibt es Unstimmigkeiten. Wir haben einen kleinen Nachbesserungsbedarf aufgrund des Urteils des Bundesverfassungsgerichtes bezüglich des ZDFs. Also es betrifft nicht den Bayerischen Rundfunk, aber natürlich hat das Bundesverfassungsgericht klare Vorgaben gemacht, die einzuhalten sind. Einmal das Gebot der Staatsferne, das Gebot der Transparenz und das Gebot der Vielfalt. Wir haben 47 Mitglieder, glaube ich, im Medienrat. Davon sind 16 Parlamentarier. Das heißt, man hat knapp das Drittel gerissen, was das Bundesverfassungsgericht vorgibt. Da muss ein Stück weit nachjustiert werden, auch deshalb, weil letztlich die Vertreter der Kommunen der staatlichen Ebene zugeordnet werden. Es ist höchste Zeit, mal wieder Bilanz zu ziehen und zu sehen, ob in diesem Rundfunkrat oder in den Kontrollgremien auch wirklich noch die gesellschaftliche Wirklichkeit, wie wir sie heute in unserem Gemeinschaftsleben haben, auch noch abgebildet wird. Und ich glaube, da ist es Zeit, das eine oder andere nachzujustieren. Bei unserem zweiten Thema geht es um Pflege. Nach einer besseren Finanzierung der Ausbildung soll auch die Qualität der häuslichen Pflege erhöht und kontrolliert werden, damit das Pflegegeld auch den Alten zugutekommt. Wir haben ja jetzt das große Thema heute jetzt im Bayerischen Landtag auch bezüglich der Einrichtung von einer Umlage, Ausbildungsumlage für Pflegeberufe mit dem Ziel, dass praktisch mehr ausgebildet wird. Das Thema Pflege ist insgesamt das große, ja das Megathema dieser Legislatur. Man kann es ja bereits daran erkennen, dass unser Ministerpräsident ein extra Pflegeministerium installiert hat, weil man eben bewusst auch diese Menschen die pflegebedürftig sind und auch die pflegenden Angehörigen besser unterstützen will. Damit nicht die Last eigentlich bei den Familienangehörigen ist, die das unmöglich so tragen können, braucht man auch eine finanzielle Basis. Und man braucht auch mehr Freiraum, wenn man zur mittleren Generation gehört, kleine Kinder hat, aber Eltern hat, die auf Pflege angewiesen sind. Da sind einige Ergänzungen gemacht worden, auch was Kurzzeitpflege angeht, was Tagespflege angeht. Soweit die aktuellen Meinungen und Nachrichten aus dem Bayerischen Landtag. Liebe Zuschauer, wir sehen uns dann in der kommenden Woche wieder hier bei Plenum TV bei MainTV.